Bei Sapper Fair war AV19 feiert Youngster Ishtvan Chopra nach einer Erkrankung sein Comeback. Die gastgebende Moser Medical Graz 99ers wollen Harry Lange zum 27. Geburtstag natürlich ein Präsent in Form eines Sieges bereiten. Die Grazer erwischen einen Blitzstart in die Partie. Warren Norris scheitert nach nur 3 gespielten Sekunden an Zoltan Hetteny. Graz ist gegen Fair war in dieser Saison noch ungeschlagen und legt in der 9. Spielminute im Powerplay auch den Grundstein dafür, dass es so bleibt. Yannick Tremblay mit dem Hammer. Das 1:0, Tremblays 4. Saisontor. Das vielgescholtene Grazer Powerplay setzt also bereits in der 8. Minute eine erste Duftmarke. Dann aber keine Minute danach, die Grazer wieder im Angriff. Die 1600 Zuschauer im Bunker jubeln bereits, aber Schiedsrichter Potocan gibt das Tor nicht. Ein hoher Stock verhindert das 2:0 und daran ändert sich auch nach der Videoanalyse nichts. Es dauert bis zur 19. Spielminute, bis die Grazer ihr Trefferkonto weiter aufbessern. 5:3 Überzahl, Uelet und Varenka im Zusammenspiel. Warren Norris vollstreckt das 2:0, das 10. Saisontor des Kanadiers. Mit der komfortablen 2-Tore-Führung geht es für die Murstedt auch in den 2. Abschnitt. Und dort macht der Grazer Angriff erneut kurzen Prozess. Uelet auf Patrick Harrand. 3:0 in der 21. Minute, Harrands 9. Treffer in dieser Spielzeit. Die Teufel treten erst in der Mitte des 2. Drittels nennenswert in Erscheinung. Erik Johansson kommt aufs Eis, bekommt die Scheibe perfekt vorgelegt, zieht ab und verkürzt auf 1:3 aus Sicht des Tabellenletzten. Die Steirer reagieren aber alles andere als geschockt. 34 Minuten gespielt, Zoltán Hetteny ist gegen Mike Ouellette aber am Posten. Trotz der 3:1-Führung der Heimmannschaft weiß die Partie im Bunker nur bedingt zu begeistern. Und das, obwohl die Grazer weiter Druck machen. Patrick Harrand mit der nächsten Möglichkeit. Endstation aber wieder, Zoltán Hetteny. Bill Gilligan sieht dann in weiterer Folge, wie seine Mannschaft die Partie routiniert nach Hause spielt und dabei immer wieder zu weiteren Chancen kommt. Allerdings können Harry Lange und Stefan Herzog den Puck nicht am ungarischen Schlussmann vorbeibringen. Es bleibt bei 3:1. Die Angriffsbemühungen der Ungarn sind dann aber selten so ausgeprägt wie in dieser Situation. Weinhandel und die 99ers beschließen mit dem 3:1 ein erfolgreiches Wochenende und rücken in der Tabelle bis auf 2 Punkte an den Rekordfenster VSV heran. Ja, ich glaube, wir haben jetzt die Linien ein bisschen umgestellt und es funktioniert vielleicht momentan ein bisschen besser, es ist ein neuer Bunch da und wir haben das, glaube ich, gebraucht und wir müssen weiter hart arbeiten. Wir sind jetzt im Mittelfeld und wollen uns dort platzieren oder vielleicht noch 1-2 Ränge nach oben kommen, weil die ersten 2 werden kaum zu erreichen sein. Und ja, wie gesagt, wir müssen weiter hart arbeiten und uns konzentrieren. Es kommt dann eine längere Pause wieder, vielleicht passiert da noch einiges, vielleicht kommt noch eine neue Kraft hinzu. Und vielleicht kommen wir dann noch einmal in einen neuen Schwung und Elan.